Herzlich willkommen zu deiner Jahresvorhersage für 2023, also für dein Sternzeichen die passende Vorhersage in diesem Jahr von mir, was ich glaube, was auf dich zukommen kann. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Hanna, das ist mein Astrologie-Kanal und wir lernen hier ganz viel über Astrologie. Und dann lernen wir auch, dass es mehr als nur das Sternzeichen gibt, sondern zum Beispiel auch Mond und Aszendent eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn du die also kennst, schau dir auch bitte den passenden Timestamp zu diesem Tierkreiszeichen an. Denn das gibt dir ein wirklich rundes Bild über das, was dieses Jahr möglicherweise auf dich zukommen kann. Und ich habe auf meinem Channel grundsätzlich schon viel auch als Jahresprognose gezeigt. Du kannst dich gerne auf meinem Channel auch ein bisschen durchklicken, wenn du da mehr darüber wissen willst. Es gibt bereits auch schon Liebeshoroskope oder auch allgemeine Vorhersagen, was das Kollektiv für uns alles bringen kann. Wenn du also tiefer in die Materie steigen willst, bist du herzlich eingeladen, auch diesen Channel zu abonnieren und Teil der Community zu werden. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, diese kleine Vorhersage für dich zu machen und freue mich einfach, wenn du auch einen Überblick über das bekommst, was dieses Jahr auf dich zukommen kann. Hallo lieber Widder, das ist deine Jahresvorhersage als Sonne, Mond oder Aszendent für 2023. Ja, und ich glaube, dieses Jahr wird definitiv ein wachstumstransformatives Jahr, denn die Mondknoten werden in deine Zeichen wandern, lieber Widder. Und das Jahr beginnt ja schon mit Jupiter in deinem Zeichen. Und ja, klar, Chiron ist auch noch dabei. Dieser ganze Wachstumsprozess, in dem du steckst, der ist grundsätzlich dafür da, damit du darüber hinaus wächst. Also ja, grundsätzlich zu Beginn des Jahres bis Mai ist Jupiter noch in deinem Zeichen und gibt dir definitiv kosmische Unterstützung, einfach Möglichkeiten wahrzunehmen, optimistischer zu sein, wirklich auch, ja, vielleicht Synchronitäten im Leben zu erkennen, den Sinn des Lebens vielleicht auch auf Reisen zu suchen, wirklich philosophisch dich einfach ein bisschen mehr mit Themen auseinanderzusetzen. Das ist grundsätzlich eine unterstützende Energie, die da ist für dich. Es geht definitiv auch sicher um Heilung, gerade weil Chiron in deinem Zeichen ist, also wirklich die Heilung und tiefer mehr Verständnis für dich selbst gewinnen. Ab Mai wird aber dann Jupiter in dein zweites Haus wandern und das ist finanzielle Unterstützung. Geld, es kann Geld kommen. Es heißt aber auch einfach dieses, vielleicht hast du auch einfach mehr Fokus darauf, was denn deine Werte sind, wofür du dein Geld ausgeben möchtest, wofür du auch überhaupt arbeiten möchtest, um welches Geld zu bekommen. Es ist grundsätzlich eine finanzielle Sicherung, die positiv unterstützt wird durch Jupiter das gesamte Jahr. Jupiter ist auch der Planet, der lernen möchte und vielleicht ist es auch einfach, dass du Bildung mehr als einen Grundwert mit reinsetzt. Also wirklich dieses, du möchtest was Neues lernen, hast du einen neuen Kurs, den du angehst? Ja, tu es. Es gehört zu deinem Grundrepertoire dazu, dass du gerade versuchst zu etablieren durch diese neuen Sachen, die irgendwie sich den neuen Job, den du vielleicht auch bekommen hast. Das ist definitiv was, wo Jupiter dich drunter unterstützt. Also ich glaube, Bildung ist wertvoll und ja, ist der Appetit ein bisschen groß. Das Maß der Dinge ist auch das, worauf du achten solltest, weil vielleicht geht es auch darum, dass du vielleicht ein bisschen zu viel es dir gut gehen lässt. Also auch da achte einfach eher auf deine Ernährung, unterstützend, um dich in dein Vorhaben ja, zu unterstützen. Saturn wird im März das Zeichen wechseln und bei dir in dein 12. Haus gehen. Ja, das ist das Haus, wo wir definitiv unsere mentale Gesundheit auch finden, aber auch sowas wie Spiritualität und Rückzug. Und das ist ein Prozess, der 2,5 Jahre jetzt eingeleitet wird, in dem du dich sehr wahrscheinlich einfach mit dir selbst tiefer verbinden wirst, auf die eine oder andere Art und Weise. Einerseits kann es ein Fokus auf deine mentale Gesundheit sein, also dich wirklich mehr auch darum zu kümmern, zu merken, okay, vielleicht habe ich Ängste, die ich bislang vermieden habe, mir anzuschauen. Dann ist es eine Zeit, die du durch Unterstützung auch mit anderen, also wie Therapeut, Astrologe oder vielleicht auch durch Meditation oder Yoga, wirklich angehen kannst, dich wirklich tiefer mit dir selber zu verbinden. Es ist das Haus wirklich der Kreativität und aber auch Spiritualität. Arbeitest du in einem kreativen Job, ist das definitiv etwas, wo du vielleicht selber deine Talente und Kreativität verbessern kannst und vielleicht auch zu Geld machen kannst. Es geht darum, einfach dich zu stärken in deiner Intuition, dich mit dir selber mehr stärker zu verbinden. Und das heißt, nimm dir die Zeit der Selbstreflexion in den nächsten 2,5 Jahren, um dich halt vielleicht auch wirklich mehr mit deinen Gedanken und deinen Träumen und deinen Visionen auseinanderzusetzen, die du hast. Wenn Pluto ins 11. Haus kommen wird, ja, das ist Transformation, die Pluto immer anstrebt. Und die kurze Vorschau bekommen wir zwischen März und Juni in diesem Jahr und dann die volle Dröhnung quasi erst dann ab 2024 für die nächsten 20 Jahre.
Und wenn Pluto ins 11. Haus kommt, das sind unsere Freunde, das ist unser Freunde, unser Netzwerk, unsere Community. Hier wollen wir unsere Träume verwirklichen. Ja, und vielleicht heißt es auch einfach, du möchtest dir neue Ziele setzen und die können so groß sein, wie du willst, weil Pluto wird dich definitiv unterstützen, diese auch komplett zu transformieren und diese vielleicht auch zu erreichen. Es geht darum, vielleicht auch wirklich die Veränderung, die du sein möchtest in der Welt, ja, oder die Veränderung, die du sehen willst, wirklich auch zu etablieren selber. Und auch durch deinen Freundeskreis oder durch dein Netzwerk ist das etwas, was dich darin unterstützen kann. Und aufgrund dessen wird das sich komplett verändern. Du selber strebst da einfach auch eine Änderung und Tiefgründigkeit vor allem auch wahrscheinlich an. Ja, im Sommer haben wir eine Venus-Rückläufigkeit im 5. Haus. Das ist das Haus der Romantik. Also ja, Liebe, Spaß, Romantik im Sommer definitiv da. Geh auf Partys. Vielleicht ist es die alte Liebe, die wiederkommt. Vielleicht sind es auch alte Freundschaften, die du einfach wieder aufleben lässt. Ja, es ist so ein bisschen dieses, vielleicht auch ein altes Hobby. Etwas, was dir immer Spaß gemacht hat, kommt zurück. Du hast es vielleicht vergessen und auf der Seite liegen lassen. Aber eigentlich ist es etwas, was dir wirklich, wirklich gut tut. Und das kommt vielleicht zurück. Also eine gute Zeit grundsätzlich im Sommer, die natürlich auch so ein bisschen dazu führt, selbst zu reflektieren, wie es denn in Sachen Liebe eigentlich läuft. Liebeshoroskop habe ich bereits auf YouTube hochgeladen. Also Liebeshoroskop Widder kannst du dir auch gerne angucken, um zu wissen, was in diesem Jahr unter dem Aspekt Liebe passieren kann. Nicht zuletzt, lieber Widder, ja, die Eklipsen werden dieses Jahr in deinem Zeichen auch stattfinden. Es ist so, dass Mondknoten kosmische, schicksalshafte Veränderungen in unserem Leben hervorrufen können und die werden im Sommer in Widder und Waage wandern. Das bedeutet für dich vor allem, dass deine Beziehungsebene sehr wahrscheinlich Veränderungen unterlaufen werden in den nächsten 18 Monaten ab dem Sommer. Es geht so ein bisschen darum, du wirst in deiner Widder-Energie bestätigt. Also du sollst mehr selbstständig werden, eigenständig werden, mutig werden. Und vielleicht sind das alles Dinge, die du schon bist. Aber es geht einfach darum, dass du nichtsdestotrotz nochmal schaust, okay, was ist eigentlich mein Bauchgefühl? Wo brauche ich die Balance im Außen, in meiner Beziehung? Und wo ist das etwas, was ich bislang, ja, irgendwie nicht richtig durchsetzen konnte in meiner Beziehung? Wo bin ich eher Kompromisse eingegangen? Wo bin ich nicht so gut Kompromisse eingegangen? Auch das ist etwas, der Prozess wird sich dir sozusagen in den nächsten 18 Monaten zeigen. Das heißt, auch Beziehungen verändern sich, weil du dich veränderst, weil du einfach vielleicht Neues ausprobieren willst. Also ist auch eine Zeit, wo du dich wirklich auf deinen Körper konzentrieren solltest, lieber Widder. Ihr seid immer die, die ich sage, ihr müsst euch bewegen. Ihr müsst euch bewegen, damit ihr einfach euch besser fühlt, damit ihr ausgeglichener seid. Und das ist was, ja, ab Sommer. Es kann sein, dass Beziehungen sich verändern, es kann sein, dass eine Beziehung geht, aber es kann auch sein, dass eine Beziehung kommt, vielleicht auch wirklich ein Seelenverwandter aus fernen Reisen. Ja, mein Tipp ist wirklich, geh auf Reisen, vielleicht wenn du kannst, und sei einfach mutiger diesem Jahr. Wirklich noch mehr in deine Energie befürwortet. Wo hast du aufgehört zu sagen, was du denkst? Und warum ist es nicht an der Zeit, das vielleicht auch wieder zu sagen und zu tun? Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo lieber Stier, willkommen zu deiner Jahresvorhersage für das Jahr 2023 in Sonne, Mond, Aszendent. Und du bist sicher gespannt, was es denn noch alles so Neues gibt. Denn nicht, dass das letzte Jahr schon dir viele, viele Neuerungen gebracht hat oder du vielleicht das ein oder andere auch gehen lassen musstest. Diesen Prozess wirst du dieses Jahr noch abschließen, aber die Mondknoten werden im Sommer auch sich verändern. Also der transformative Prozess naht einem Ende.
Jupiter ist zu Beginn des Jahres noch in deinem 12. Haus und das ist definitiv die Unterstützung, die du, glaube ich, das vergangene Jahr auch schon gespürt hast. Einfach eine stärkere Spiritualität. Vielleicht ist das Thema einfach in deinem Leben viel größer geworden. Du hast dich mehr mit Astrologie auseinandergesetzt. Vielleicht bist du auch selber auf ferne Reisen gegangen oder hast es noch in Planung. Also bis Mitte Mai ist das definitiv was, wo du Unterstützung bekommst von diesem Glücksplanet, dich vielleicht auch mehr damit auseinanderzusetzen mit diesen Themen. Vielleicht auch mehr in Heilung zu gehen. Also vielleicht bist du auch noch in einem Heilungsprozess, der aber sehr positiv unterstützt wird vom Universum quasi. Ja, wenn Jupiter in dein Zeichen kommt, und zwar im Mai, der wird dort ein gesamtes Jahr bleiben, ist das eine sehr optimistische Zeit. Also grundsätzlich wirst du ja deinen Blickwinkel erweitern, optimistischer in die Welt gehen, neue Philosophien vielleicht entdecken oder entwickeln. Es ist definitiv eine Zeit, wo wir abenteuerlustiger sind, charismatischer, aufgrund dessen vielleicht auch ja, beruflich mehr Anerkennung bekommen. Also ja, vielleicht willst du selber was lernen oder schreiben. Auch das ist immer möglich. Es ist eine Zeit, wo definitiv wer schwanger werden möchte, kann schwanger werden in dem kommenden Jahr. Jupiter erweitert, vergrößert, macht den Appetit aber auch größer. Also vielleicht ist das auch einfach eine Zeit, wo du ja vielleicht genussvoller unterwegs bist und aufgrund dessen mehr das Maß der Dinge lernen musst, nicht über die Stränge zu schlagen. Im März werden Saturn und Pluto ihre Zeichen wechseln und Saturn wird in dein 11. Haus kommen und deinen Freundeskreis testen. Das heißt, du gewinnst vielleicht neue Freunde, du musst vielleicht aber auch alte Freunde loslassen, einfach weil sie nicht mehr zu dem passen, was du wirklich irgendwie brauchst. Also es ist so ein bisschen was, ja, manchmal sind wir eher in so einem Rückzug, weil die Leute, mit denen wir uns umgeben, nicht mehr ganz zu dem passen, wer wir denn jetzt sind. Du hast eine große Transformation hinter dir, du suchst vielleicht also auch einfach viel mehr spirituelle Menschen und das ist der Prozess, der jetzt sozusagen losgeht, wo du einfach Gesellschaft suchen solltest und vor allem aber Gruppen suchen solltest, die einfach ein bisschen anders sind. Die so mehr, ja, die so ein bisschen anders sind und vielleicht auch viel mehr spirituell sind und aufgrund dessen, ja, du vielleicht jetzt wahre Freunde finden kannst. Dadurch, dass ja Uranus in deinem Zeichen ist, kann ich mir auch einfach vorstellen, du brauchst was anderes. Leute, die so ein bisschen außerhalb der Box gucken, die nicht so normal sind einfach. Pluto würde in dein 10. Haus kommen und dir im Sommer quasi so eine kurze oder von März bis Juni so einen kurzen Überblick geben, was so der nächste transformative Prozess sein kann für dich. Das ist so ein wirklich langer Weg und bei dir geht es wirklich darum, dass du vielleicht deinen Karriereweg komplett ändern wirst, dass du überlegen wirst, was würde ich machen, was will ich machen und bin ich, vielleicht muss da komplett was Altes gehen, vielleicht musst du, ja, vielleicht sind es auch Partnerschaften, die du dafür loslassen musst oder einflussreiche Leute, die du kennenlernst, um diese wirklich Verwirklichung anzustreben. Also es ist eine Zeit der Veränderung, die vor allem professionell sein kann, aber auch wirklich in dem, wie du außen gesehen wirst. Also da kann sich komplett etwas ändern und dir definitiv Fokus auf deine Karriere legen. Ja, im Sommer haben wir eine Venus-Rückläufigkeit im Löwen und zwar in deinem 4. Haus. Also du hast mehr Zeit für zu Hause oder solltest dir mehr Zeit fürs Zuhause nehmen. Denn es kann sein, dass es da einfach, ja, vielleicht mehr Ausgaben gibt, vielleicht einfach Veränderungen in deinem Zuhause, die deine Aufmerksamkeit die deine Aufmerksamkeit fordern. Es ist eine Zeit, wo du vielleicht ja wieder mit der Familie in Kontakt kommst, um vielleicht auch Dinge zu heilen. Vielleicht sind es auch deine eigenen Kinder, die einfach mehr Aufmerksamkeit von dir brauchen. Grundsätzlich romantisch gesehen habe ich ein Liebeshoroskop schon erstellt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau gerne Liebeshoroskop für das Zeichen Stier an, um zu wissen, was es in Sachen Liebe für dieses Jahr noch kommen kann. Nicht zuletzt werden wir im Sommer die Wanderung der Eklipsen haben werden, und zwar von Stier und Skorpion in das Zeichen Widder und Waage, und zwar in dein 6. und 12. Haus. Für dich gibt es definitiv Veränderungen in deiner Arbeit, in deiner Gesundheit, in deiner Routine. Ja, vielleicht wirst du dich mehr zurückziehen und weiter mehr mit Spiritualität beschäftigen, mehr Intuition entwickeln. Grundsätzlich, ja, vielleicht auch deinen Job aufgeben oder definitiv irgendwas dort wechseln. Es geht um die Balance. Es geht um die mentale Gesundheit und den Balance in deinem Alltag und wo diese vielleicht nicht ganz im Einklang ist. Also ja, viel Zeit für dich. Geh auf Fernreisen, wenn du kannst und Vertrauen. Du entwickelst das Vertrauen in das Leben. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen
und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo lieber Zwilling, diese Jahresvorhersage ist für dich Sonne, Mond, Aszendent. Und ja, das Jahr beginnt ja, du bist ja, ach ja, du hattest ja eine Mars-Rückläufigkeit. Da gab es viel Unentschlossenheit und vielleicht weniger Drive. Der beginnt aber zum Jahr, ist ja wieder mehr da. Letzten Endes gibt es Jupiter in deinem 11. Haus. Das ist unsere Unterstützung, die vor allem dir einflussreiche Leute vielleicht bringt, bessere Connections, Spaß mit deinen Freunden, vielleicht auch mehr Sichtbarkeit in deinen sozialen Medien. Ist das etwas, was du suchst? Dann sind das definitiv eine Zeit, wo du dein Netzwerk erweitern kannst. Vielleicht auch wirklich deine Träume verwirklichen kannst, die du schon hast. Also bis Mitte Mai hast du definitiv Unterstützung. Wenn Jupiter in dein 12. Haus geht, ab Mai, ist das ein Prozess, der vor allem ja, dir dazu hilft, vielleicht mehr dich mit Spiritualität zu verbinden, mehr den Lebenssinn zu ergründen. Also vielleicht begibst du dich selber in einen Heilungsprozess, beschäftigst dich mehr mit spirituellen Themen wie Meditation, Yoga, Astrologie, Tarot, was dir auch einfällt. Oder du gehst auf ferne Reisen. Also Auslandsreisen helfen uns auch immer, ja, uns vielleicht mit möglichen Ängsten zu konfrontieren, Selbstständigkeit zu entwickeln, aber auch wirklich, ja, ein größeres Bild über das Leben zu bekommen. Im März werden Saturn und Pluto ihre Zeichen wechseln und das ist eine große Zeit, die definitiv einen neuen Prozess einleitet. Und für dich jetzt, lieber Zwilling, wenn Saturn in dein 10. Haus kommt, geht es um deine Karriere. Du wirst getestet. Definitiv eine herausfordernde Zeit. Also die nächsten 2,5 Jahre geht es darum, dass du ja vielleicht sogar deinen Lebensweg verändern wirst, wenn es nicht ganz der richtige ist. Also, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, kann das gut sein, dass du befördert wirst, dass du mehr Verantwortung bekommst auf deinem Job. Vielleicht ist es auch sowas, dass du ja grundsätzlich ja erwachsen wirst. Wenn es herausfordernd ist, ist es so ein bisschen dieses, du kriegst vielleicht ja die Möglichkeit, einen anderen Job zu machen, einen anderen, der dich umzuorientieren, vielleicht mehr zu verstehen, was du denn wirklich eigentlich im Leben erreichen willst. Grundsätzlich ja, ein Karrierefokus. Wenn du willst, gerade im Zeichen der Fische, kann es sein, dass du deinen Traumjob erhältst, wenn du aber eben Verantwortung zeigst. Also du musst auch etwas dafür tun. Wenn Pluto sein Zeichen wechselt, und zwar in den Wassermann, kommt er in dein 9. Haus. Also du möchtest definitiv zwischen dem März und Juni wirst du so eine kleine Vorschau bekommen über das, was der nächste transformative Prozess in den kommenden 20 Jahren sein kann. Also du wirst grundsätzlich deinen Glauben und deine Weltphilosophie komplett transformieren. Also es ist wirklich dieses, ja, vielleicht hast du vorher noch warst du gläubig und durch Astrologie merkst du, dass du, wie du die Welt siehst, komplett verändert. Also sowas ist möglich. Vielleicht ist es aber auch einfach dieses, du erreichst endlich einen neuen Bildungsgrad, schließt deine Uni ab oder wechselst einen Job. Also irgendein Langzeitziel, vielleicht wirst du selber Lehrer. Wenn du kannst, wirst du definitiv reisen müssen, um sozusagen dein Weltbild auch zu verändern. Also das ist aber ein Prozess, der geht die nächsten 20 Jahre. Und das ist etwas, was du dir vielleicht einfach auch für die nächsten 20 Jahre vornehmen solltest. Ja, im Sommer haben wir eine Venus-Rückläufigkeit im Löwen. Und zwar geht es bei dir um 3. Haus. Ja, das ist eigentlich eher sowas, wo du vielleicht alte kreative Projekte wieder aufnimmst oder Talente entwickelst. Vielleicht sind es aber auch eine Zeit, wo du vielleicht mehr Probleme mit deinen Geschwistern hast in der Kommunikation, mit deinem nahen Umfeld. Vielleicht auch so ein bisschen dieses, ja, wenn du planst, irgendwas Neues zu kaufen, gerade technische Geräte, lass es lieber und warte erst bis, ja, vielleicht so bis Mitte September. Also alles zwischen Mitte August, Mitte September würde ich dir abraten, ein neues Auto zu kaufen, irgendwelche technischen Geräte. Das ist alles, was nicht so gut sein kann. Aber wenn du die Idee hast, zum Beispiel sowas wie einen Podcast zu entwickeln oder eine Website zu entwerfen, dann ist es eine sehr kreative Zeit, die du gut nutzen kannst im Sommer.
Romantisch gesehen habe ich das alles auch schon durchleuchtet, wie das für dich dieses Jahr aussehen kann. Also kannst du auch gerne auf meinem Channel die Jahresvorhersage für den Zwilling dir anschauen, wenn du mehr über Sachen Liebe wissen willst. Nicht zuletzt geht es aber dieses Jahr definitiv auch um Liebe, denn im Sommer werden die Mondknoten wandern. Und zwar von Stier und Skorpion in die Waage und den Widder. Und zwar in dein 11. und 5. Haus. Das heißt, deine Freunde werden einfach einen großen Fokus in deinem Leben einnehmen. Du wirst vielleicht eine neue Community finden oder ein neues Netzwerk aufbauen. Gerade wenn du kreativ arbeitest, vielleicht auch ja, alte kreative Talente wiederfinden. Ja, dich einfach mehr darauf fokussieren, harmonische Beziehungen zu führen oder auch zu überlegen, okay, wo passe ich mich eigentlich immer zu viel an? Es ist definitiv was, wo du ja zielorientierter sein kannst. Also ein Fokus auf deine Langzeitziele und Träume. Das ist etwas, was in diesem Jahr kommen wird. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo lieber Krebs, das ist deine Jahresvorhersage für 2023, also Sonne, Mond oder Aszendent. Ja, Jupiter ist zu Beginn des Jahres noch in deinem 10. Haus, also hier geht es ganz viel darum, dass du kosmische Unterstützung karrierebezogen bekommst, also auch in deiner Sichtbarkeit im Außen, wirklich dieses, vielleicht ist es so, dass du einen Karriereschritt bekommst, dass du eine Unterstützung bekommst in irgendeiner Art und Weise, karrierebezogen, aber vielleicht auch einfach wirklich mehr Arbeit hast, die dich aber erfüllt. Wenn Jupiter das Zeichen wechselt im Mai, dann geht es ganz klar darum, dass du deine Träume realisieren möchtest. Also gute Zeit zum Netzwerken, definitiv sich socializen, also in Gesellschaft gehen, neue Kontakte knüpfen, die dir vielleicht helfen. Freunde sind definitiv großzügig und unterstützen dich. Wenn du Social Media hast, dann ist das eine Zeit, wo du im kommenden Jahr definitiv Reichweite erlangen kannst, vielleicht selber auch optimistischer bist einfach, wenn du Träume hast, ist es eine Zeit, dass du diese vielleicht erweiterst oder vielleicht auch verwirklichen kannst. Wenn Saturn ins Zeichen der Fische geht, dann geht es darum, dass du vor allem deine Spiritualität und deinen Glauben einfach ernster nehmen möchtest. Es ist so ein bisschen dieses, ja, du möchtest definitiv vielleicht einen neuen Bildungsweg angehen oder diesen abschließen. Vielleicht auch wirklich, wenn du dich mit spirituellen Themen auseinandersetzt, diese auch einfach vertiefen. Es geht wirklich darum, hast du zum Beispiel das Interesse an Astrologie oder Tarot, möchtest du vielleicht eine Ausbildung darin beginnen? Es kann aber auch so ein bisschen dieses sein, dass du ja einfach mehr Erfahrungen machst, die dich dazu bringen, deinen Glauben zu hinterfragen. Also es kann auch eine Testphase sein, wo wir weniger optimistisch sind, weil es wirklich darum geht, was du für dich glaubst und wie du glaubst, dass die Welt funktioniert. Also es ist schon so ein bisschen realistischer sein und ich glaube, das Aneignen von Wissen kann dir definitiv helfen. Also sowohl Bildung als auch Spiritualität ist etwas, was wichtig ist. Und du kannst vor allem ja selber vielleicht neue Mentoren finden oder Gurus, die dir helfen, die deinen Blickwinkel erweitern oder du selber strebst vielleicht auch einfach so eine Karriere an. Wenn Pluto in den Transit kommt vom Wassermann, dann ist es so, dass du vor allem ja erstmal zwischen März und Juni merkst, wie es ist, wenn Pluto mal nicht in Opposition zu dir steht. Also der transformative Prozess, den du schon durchgegangen bist bezüglich deiner Beziehung, zeigt sich sozusagen dieses Jahr. Und das, was kommen kann, die nächsten 20 Jahre, ist so ein kurzes Zeitfenster. Also vielleicht möchtest du wirklich Veränderungen willkommen heißen, die sich vor allem darauf basieren, bezüglich dem, wie du dich mit anderen verbindest, also wo du Partnerschaft wirklich durch Partnerschaften, durch das Vereinen von Ressourcen mehr erreichen kannst. Also das Vereinen von Geldern oder selber auch dich mehr mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, das kann definitiv ein neuer Meilenstein in deinem Leben sein, dessen Prozess halt
das erste Mal dann erst 2024 wirklich beginnt, aber dieses Jahr eine kurze Vorschau sein kann. Wir haben im Sommer eine Venus-Rückläufigkeit im Löwen in deinem zweiten Haus. Also ja, Finanzen, irgendwie kommt es so ein bisschen auf die Finanzen an. Es kann finanzielle Probleme bringen, aber auch ganz viel, ja, vielleicht geht es um Selbstliebe. Meine lieben Krebse, ich weiß, ihr macht immer ganz viel für andere, aber ihr müsst euch auch ganz viel um euch selbst kümmern. Also eine Venus-Rückläufigkeit im zweiten Haus. Hier geht es darum, mehr Wertschätzung, aber vor allem auch für sich selbst. Ja, vielleicht auch nicht so wirklich großes Geld ausgeben. Das kann sein, dass das einfach eine herausfordernde Zeit ist, die natürlich auch vorbeigeht. Aber es geht darum, dass du einfach dein Budget überlegst. Für was gebe ich das Geld aus? Mit wem bin ich eigentlich zusammen? Wer macht mich glücklich und was nicht? Nicht zuletzt werden die Mondknoten ihre Zeichen wechseln im Sommer, und zwar mit einem lauten Bang. Und das ist zwischen ja, in Widder und Waage in dein 10. Haus und 4. Haus. Das ist fundamentale Veränderung. Das ist wirklich die Achse, wo wir unsere eigene Sicherheit haben und das, wie wir im Außen sein wollen. Also es kann definitiv einen Fokus auf deine Karriere geben. Und wenn du schon älter bist und denkst so, ich werde jetzt nicht mehr die große Karriere anstreben, es ist nichtsdestotrotz die Verwirklichung im Außen, die du anstrebst. Für was die Leute dich sehen und was du auf der Welt auch hinterlassen willst. Das wird sich verändern und es ist auch so, dass Änderungen im Zuhause dadurch verstanden kommen, also passieren können. Vielleicht willst du selber eine Selbstständigkeit anstreben, vielleicht musst du irgendwas initiieren. Du wirst definitiv darin unterstützt, wieder mutiger zu sein und weniger darauf zu achten, was andere eigentlich von dir denken. Vielleicht ist das ja auch der Weg der Spiritualität, also vielleicht willst du ja einen spirituellen Weg anstreben, wo du bislang noch dran gedacht hast, okay, was hält das außen oder vielleicht warst du bislang zu schüchtern. Also definitiv eine Zeit, trau dich. Das ist das, was ich dieses Jahr sehe. Und du musst einfach offen, hatte ich gesagt, für Veränderungen sein, denn die werden kommen. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo lieber Löwe, das ist deine Jahresvorhersage für Sonne, Mond oder Aszendent für 2023. Und als eigener Löwe kann ich dir sagen, ja, hartes Jahr, aber es wird anders. Nicht zuletzt beginnen wir das Jahr mit Jupiter-Unterstützung und das ist wirklich immer Feuer, das wollen wir gerne. Und der ist in deinem 9. Haus und gibt dir einfach zu Jahresbeginn bis Mai definitiv eine optimistische Haltung, wo du wirklich unterstützt wirst, auch auf Fernreisen zu gehen oder dir wirklich was Neues anzueignen, zu lernen. Also Wissen ist immer etwas, was du dir aneignen solltest, gerade was Neues, vielleicht deine Lehre in Astrologie oder in etwas anderes zum Beispiel zu intensivieren. Dein 10. Haus wird ab Mai erleuchtet durch Jupiter, also Wachstum, karrieremäßig. Sieht gut aus für dich. Jupiter wird dein ganzes Jahr bleiben, also ab Mai definitiv kann es sein. Mehr Anerkennung auf der Arbeit, mehr Sichtbarkeit, eine Beförderung, vielleicht Beziehungen, die sich förderlich für deine Karriere auszahlen können. Es ist mehr Möglichkeiten. Wenn du Möglichkeiten siehst, ergreif sie. Es ist karrierebezogen und das wird ja nichtsdestotrotz durch die Eklipsen dieses Jahr vielleicht auch noch beendet werden. Saturn wird im März sein Zeichen wechseln und zwar in dein 8. Haus gehen. Es geht um eine finanzielle Achse, wo wir manchmal, ja, Versicherungen und Steuern müssen wir ein bisschen gucken, ein bisschen ernster nehmen. Aber es ist auch wirklich ein psychologisches Haus, das Haus der Transformation. Also vielleicht ist es auch wirklich so, dass du mehr Verantwortung für deine eigene Heilung übernimmst, dass du tiefer gehst. Wenn du vielleicht aber schon hinsichtlich diesen Themen wie zum Beispiel Okkult oder Mystik bereits dich irgendwie mehr auseinandergesetzt hast, ist es auch das, dass du bezüglich dessen vielleicht einen Karriereweg anstrebst. Es ist aber nicht zuletzt immer ein Haus der Heilung. Saturn will definitiv dir helfen und dich unterstützen, einen Heilungsweg anzugehen. Er wird dich darauf aufmerksam machen. Aber vielleicht geht es auch viel darum, die emotionale Tiefe einfach einmal noch zu erleben und auch Stabilität reinzubringen.
Ich kann mir vorstellen, Ressourcen, du weißt danach wirklich, wo dein Geld ist und in was du es investieren willst, langzeit gesehen. Vielleicht auch, wo du dich wirklich tiefer mit anderen Leuten verbinden möchtest. Wenn Pluto sein Zeichen wechselt, dann ja, ist das etwas, was er gerade in frühen Gradzahlen in Opposition kommen kann. Jemand oder etwas kann dich konfrontieren damit. Grundsätzlich geht es darum, du hast ja bereits in den letzten 2,5 Jahren deine Beziehungsebene, hat sich definitiv verändert. Vielleicht bist du den nächsten Schritt gegangen. Vielleicht musstet ihr euch auch trennen. Es ist so, wenn Pluto in dein siebtes Haus kommt, dann möchte der definitiv tiefe Transformationen. Und das ist keine Transformation von heute auf morgen, sondern das ist wirklich dieses, du möchtest kraftvolle Beziehungen, machtvolle Beziehungen, einflussreiche Beziehungen eingehen. Du veränderst, wie du Beziehungen angehst. Es ist dieses, manchmal kann es konfrontiert sein mit schweren Endungen. Pluto möchte immer, dass wir loslassen, was uns sozusagen bislang zurückhält und in unser vollste Macht zu steigen. Also ja, vielleicht ist es aber auch wirklich dieses, vielleicht hast du gedacht, du wirst für immer Single bleiben und plötzlich ist es so, nee, da kommt jemand und der verändert komplett dein Leben. Im Sommer wird Venus in dein Zeichen wandern und dort auch eine Rückläufigkeit anstreben. Und das ist immer so eine Zeit, wo wir ja vor allem, glaube ich, Selbstliebe entwickeln wollen. Also, liebe Löwen, wenn das noch etwas ist, woran ihr zweifelt, habt an eurer. Ja, es ist so eine Zeit, wo wir gerade, glaube ich, unser Äußerliches hinterfragen können und irgendeine OP planen. Du kannst sie planen, bitte führ sie aber vor allem nicht zwischen August und September durch, wenn es eine kosmische, nicht notwendige OP ist. Auch sowas wie Tattoos oder so oder Haare abschneiden. Wenn du die Idee hast, warte bis September, ob du das wirklich auch durchführen willst und nicht im Nachhinein bereuen willst. Romantisch gesehen ist es eine starke Zeit, die auch dramatisch sein kann. Löwe ist ja auch gerne mal ein bisschen dramatisch. Der liebt das Leben und das Drama. Wenn du Liebeshoroskop bezogen wissen willst, was das Jahr für dich bringt, habe ich auch eine Vorhersage dafür gemacht. Die kannst du dir gerne anschauen. Liebeshoroskop für Löwe. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass es viel darum geht, dass du auch deinen eigenen Lebensweg hinterfragst, wie du im Außen wahrgenommen wirst und dass das eine Zeit ist, also Venusrückläufigkeit im eigenen Zeichen ist schon ein transformativer Prozess. Das können dir die Steinböcke von letztem Jahr erzählen. Frag sie mal, was das so mit denen gemacht hat. Ja, nicht zuletzt werden Eklipsen wandern und zwar im Sommer zwischen Stier und Skorpion, dann in Widder und Waage in dein neuntes und drittes Haus. Es geht darum, definitiv reisen, Abenteuer gehen, alleine sein, sich selbst entwickeln, dich mehr mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Vielleicht findest du neue Gurus, ein neues Trainingsprogramm, einen neuen Bildungsweg. Du gehst endlich auf das Yoga-Retreat, was du machen wolltest. Oder du wirst das Buch veröffentlichen, was du immer schreiben wolltest. Oder es ist die Idee, die sozusagen im Sommer dann geboren wird. Grundsätzlich eine optimistische Zeit, optimistische, eine Zeit, in der wir optimistischer sind und die definitiv für dich dich aus diesem Kreuzfeuer rausholt, ne? Also indem du warst, vor allem alle fixen Tierkreiszeichen, aber es ist definitiv was. Hier geht es mehr ums Lernen und Kommunizieren. Ich denke, das Jahr wird für dich etwas, wo es vor allem um Wachstum geht. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo, liebe Jungfrau, diese Jahresvorhersage ist für dich Sonne, Mond oder Aszendent. Und was das kommende Jahr so alles bringen kann. Wir beginnen das Jahr mit Jupiter in deinem achten Haus. Ja, definitiv Heilung, ja, aber auch einfach das Interesse, glaube ich, an Astrologie, Okkult, Tarot, was es nicht alles gibt. Psychologie, definitiv sehr präsent gewesen im vergangenen Jahr oder auch noch zu Beginn des Jahres. Vielleicht hast du auch finanziell einfach Unterstützung bekommen vom Außen. Wenn Jupiter im Mai in den Stier gehen wird, wird er in dein neuntes Haus wandern. Und hier geht es definitiv um Wachstum. Jupiter möchte lernen, reisen und du möchtest neue Abenteuer beginnen. Du möchtest etwas Neues lernen. Du möchtest definitiv
denke ich mir mal, würde er vielleicht auch umziehen. Vielleicht möchte dein Partner umziehen und du musst deswegen irgendwie raus in die Welt gehen. Es ist definitiv eine Zeit, du willst dein Weltbild verändern, du willst deinen Horizont erweitern. Und das ist kosmische Unterstützung, die du definitiv bekommst, einen neuen Bildungsweg anzustreben. Also möchtest du zurück an die Uni gehen? Möchtest du einen neuen Kurs belegen? Möchtest du zum Beispiel dein Wissen in Astrologie vertiefen? Auch das ist etwas, was dir hilft. Und nicht zuletzt, das ferne Reisen ist immer etwas, was uns unterstützt, unser Weltbild zu verändern, andere Kulturen kennenzulernen und ja, uns einfach mit Abenteuern auseinanderzusetzen, die uns helfen zu verstehen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens für mich. Also kosmische Unterstützung da, das gesamte Jahr. Saturn wird in dein siebtes Haus wandern und liebe Jungfrau, das ist ein Transit, der kann sehr ernst sein. Das ist etwas, was ich gerade erst durchlebt habe. Der kann aber auch sehr gut sein. Also es ist definitiv etwas, wo deine Beziehungen eine gewisse Ernsthaftigkeit bekommen, du aber sozusagen auch den nächsten Schritt in einer Beziehung angehst. Heißt das für euch, dass ihr zusammenziehen wollt? Heißt das, dass ihr heiraten wollt? Heißt es, dass ihr vielleicht ein Haus kaufen wollt. All das ist möglich mit diesem Transit, die nächsten 2,5 Jahre, aber eure Beziehung wird getestet auf die ein oder andere Art und Weise. Wenn du Jungfrau Single bist, dann liegt es vielleicht auch daran, dass du Beziehungen immer so ein bisschen idealistisch angehst und dann nicht ganz deine Grenzen hast. Und Saturn hilft dir definitiv, die nächsten 2,5 Jahre Grenzen zu etablieren, zu wissen, was mache ich und was mache ich nicht. Es ist die Zeit, wo du vielleicht deine wahre Liebe auch finden kannst, weil das ist schon was für unsere lieben Jungfrauen, kann ich das sehen, die nächsten 2,5 Jahre. Beziehungen. Du lernst so viel über Beziehungen, aber es ist auch dieses Freundschaften. Definitiv kann man das immer auch freundschaftlich oder beruflich sehen. Wo habe ich dort Grenzen, die ich nicht ganz klar habe? Saturn ist definitiv der, der sagt, wir müssen ein bisschen Ernsthaftigkeit und auch Selbstverantwortung darüber übernehmen, warum Beziehungen vielleicht so laufen, wie sie bislang gelaufen sind. Wenn Pluto in dein sechstes Haus kommt im März, dann ist das etwas, wo es da erstmalig den Fokus vor allem auf dein Mindset geben wird. Und das ist ein Prozess, den wirst du dann ab 2024 für die nächsten 20 Jahre durchlaufen. Pluto ist Transformation. Er gibt dir extreme Willensstärke, aber er fordert dich auch. Und vielleicht ist es so, dass du vor allem damit konfrontiert wirst, wie negativ du mit dir selber redest. Meine lieben Jungfrauen sind doch oft sehr, sehr selbstkritisch und Pluto wird definitiv dich damit konfrontieren und dir sagen, ah, du musst vielleicht einfach auch ändern, wie du mit den Dingen umgehst oder wie du vor allem mit dir selber redest in solchen Situationen. Also dein Kommunikationsstil kann sich auch komplett verändern durch die Transformation, die Pluto dort anstrebt. Vielleicht ist es aber auch wirklich ein sehr technisches Haus, also vielleicht ist es auch sowas, wo sich komplett dein ganzer Umgang mit Technik auseinander, wie du dich mit Technik auseinandersetzt, verändert. Aber auch dieses, wie du lesen tust, wie du schreiben tust, was du lernen willst. Vielleicht sind es auch einfach ja mehr Okkultthemen, die für dich dann interessanter werden. Wir haben im Sommer eine Venusrückläufigkeit und die ist in deinem 12. Haus. Und ja, Liebeshoroskop für Jungfrau habe ich in Detail schon gemacht. Kannst du dir gerne auf meinem Channel anschauen oder nochmal anschauen, um so ein bisschen zu verstehen, was hatte ich da eigentlich gesagt? Wenn Venus ins 12. Haus kommt, ist es schon so dieses, wir haben vielleicht eine Liebesaffäre, das ist möglich. Es ist aber auch dieses, dass wir Liebe ganz im fernen Ausland treffen können. Ich finde, gerade für jemanden, der kreativ arbeitet, ist das eine Zeit, die du sehr gut kreativ nutzen kannst, dich mit deiner Kreativität auch tiefer auseinanderzusetzen kannst. Aber manchmal ist es auch dieses Venus, unser Liebesplanet. Vielleicht geht es auch einfach darum, dass du mehr Selbstliebe entwickelst und dich mehr auch mit dir selbst auseinandersetzt. Wirklich mit dem, wo bist du vielleicht nicht selbstbewusst genug, wo bist du immer sehr, hatte ich gesagt, wo bist du immer sehr hart zu dir selbst. Also ja, vielleicht musst du dich auch einfach ein bisschen zurückziehen und weniger Stress haben und dir wirklich überlegen, warum du eigentlich immer so gestresst bist. Also, liebe Jungfrauen, das sehe ich definitiv in diesem Jahr. Und nicht zuletzt ist es auch so, dass die Mondknoten ihre Zeichen wechseln werden, und zwar im Sommer in Widder und Waage, in dein achtes und zweites Haus. Das heißt, ja, vielleicht, ich hatte ja gesagt, gehst du den nächsten Schritt in einer Beziehung und auch deine geteilten Ressourcen werden sich verändern. Also es ist definitiv ein Fokus darauf, auf deine Intimität, auf das, wo du dich mit anderen verbindest und wo du vielleicht auch Ängste noch hast. Vielleicht ist es aber auch dieses, vielleicht musst du einfach mehr gucken, wo gebe ich immer und wo will ich auch mal bekommen? Ich kann mir vorstellen, dass ihr lieben Jungfrauen da doch immer so seid, ihr gebt immer ein bisschen mehr und fordert nicht so viel.
Und die Widderenergie unterstützt euch definitiv, nicht mehr so doll darauf zu achten, was das andere denn hält. Und wirklich mehr Fokus darauf zu legen, was ihr eigentlich wollt. Und wirklich auch nicht so unentschlossen zu sein, sondern wirklich mehr auf euer eigenes Bauchgefühl zu hören. Also ja, ich glaube, es ist diese Bereitschaft, selber wieder mehr Fokus auf sich zu legen und Unterstützung auch. Also, wenn du vor allem finanziell Unterstützung brauchst, Hilfe brauchst, ist es definitiv etwas, was kommen kann und kosmisch auch unterstützt ist. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo, liebe Waage, das ist dein Jahreshoroskop für 2023, also Sonne, Mond oder Aszendent. Ja, das Jahr beginnt eigentlich mit ganz viel Unterstützung in deinem Beziehungssektor. Also Jupiter macht da eigentlich gerade so ein, ja, glaube ich, eine ganz gute Zeit mit deinen Freunden. Also der 1-zu-1-Austausch ist einfach harmonischer, sehr wohlwollend. Du kriegst viel Unterstützung vielleicht durch Freunde. Definitiv etwas, wo du denkst, ja, vielleicht läuft es auch einfach gerade gut in der Beziehung. Im 8. Haus, das ist da, wo Jupiter dann ab Mai sein wird, ein ganzes Jahr. Das heißt vor allem finanzielle Unterstützung. Hast du Langzeitinvestments vor? Brauchst du einen Kredit für einen Hauskauf? Definitiv Unterstützung da durch Jupiter. Also wir bekommen Geld oder auch emotionale Unterstützung in irgendeiner Art und Weise. Es ist aber auch unterstützende Zeit für Heilung, Transformation, die da ist. Bist du auf einem eigenen Heilungsweg? Auch da dieses Jahr durch Jupiter ganz viel Unterstützung. Aber auch das Interesse an, ja, wahrscheinlich Astrologie oder Psychologie, das geht durch die Decke. Also du willst mehr lernen, tiefer gehen. Und das ist definitiv das, was Jupiter das ganze Jahr bringt. Also das Interesse daran und mehr zu lernen, definitiv da. Ab März wird Saturn ja auch ins Zeichen der Fische in dein 6. Haus gehen. Ha, das ist unser Haus, wo wir arbeiten. Schon unser sehr alltägliches Haus, wo wir wirklich unsere alltäglichen Dinge auch erledigen müssen. Ich denke, du wirst sehr, sehr beschäftigt sein die nächsten 2,5 Jahre. Du wirst aber auch einen Fokus darauf haben, einfach eine gute Routine zu erstellen. Du wirst vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise herausgefordert, in deinem Alltag, durch deine Arbeit vielleicht, durch die Verantwortungen, die du vielleicht auf der Arbeit bekommst. Vielleicht geht es auch einfach darum, mehr Grenzen zu setzen auf der Arbeit. Liebe Waage, ich weiß, People-Pleasing, gerne Ja sagen, Ja und Amen, Grenzen bezüglich der Arbeit nicht zu haben, gerne viel zu geben. Saturn wird dir helfen, dich dort besser durchzusetzen, Grenzen ganz klar aufzubauen. Vielleicht ist es aber auch einfach dieses, ach, ich kann mir vorstellen, dass es auch so um eine Balance geht. Jupiter ist ja noch in deinem 7. Haus. Vielleicht schlägst du da auch gerade ein bisschen über die Stränge und deine Gesundheit leidet darunter. Und die nächsten 2,5 Jahre bekommst du durch Saturn Unterstützung, einfach mehr Fokus auf deine Gesundheit zu legen. Gesundheit ist wirklich Ganzkörper, also sowohl durch die Ernährung, durch Sport, aber auch psychische Gesundheit. Das ist das, was auch ein Fokus sein kann. Und ich glaube, Saturn hilft dir da definitiv ein bisschen mehr die Kontrolle auch drüber zu gewinnen, dass du merkst, ich brauche das. Vielleicht ist es auch so, du brauchst einfach Unterstützung, vielleicht Hilfe. Und das ist auch das, was du dadurch bekommen kannst. Wenn Pluto in den Wassermann gehen wird, dieses Jahr, das ist ein großer Transit, der aber so nur so eine kleine Vorschau geben wird zwischen März und Juni dieses Jahr. Und der Prozess wird ein Transformationsprozess in Sachen Romantik, Kreativität, Liebe oder auch deinen Kindern hervorrufen, und zwar die nächsten 20 Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass es einen ganz starken Fokus darauf gibt, auf deine Hobbys, auf deine Leidenschaften und dich einfach mehr mit deinem eigenen Herz zu verbinden. Also es ist dieser Fokus, was
was ist mir wichtig und in was investiere ich eigentlich Geld? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es darum geht, dass du dich viel mehr auch in den Mittelpunkt stellen darfst. Also wenn dir etwas wichtig ist und du es bislang noch nicht getan hast, eine Leidenschaft, die dir so am Herzen liegt, vielleicht auch der Wunsch nach Selbstständigkeit, Pluto hilft dir in diesem transformativen Prozess, dich auch wirklich dem mehr darauf zu fokussieren. Also er sagt, nimm es ernst, investier auch was da drin, es wird sich auszahlen. Eine Venusrückläufigkeit im Sommer, das ist das, was wir im 11. Haus haben werden. Also bezüglich im Sommer, ja, achte auf Drama in deinem Freundeskreis. Zieh dich lieber zurück, so wie du es als Waage auch gerne mal tust. Ich kann mir vorstellen, ja, dass du so ein bisschen... Ja, vielleicht alte Freunde kommen auch wieder, dass du dich mit alten Freundeskreisen wieder verbindest. Vielleicht aber auch, ja, vielleicht auch eher die Unterstützung der Freunde vermeidest. Also vielleicht ziehst du dich auch eher zurück. Also es ist so eins der beiden. Bist du zu viel im Freundeskreis, dann ist es etwas, wo du dich zurückziehst. Bist du eher jemand, der sich eher isoliert, dann kommen vielleicht auch eher einfach alte Freunde zurück in dein Leben. Ja, Leute können halt auf dich zukommen, aber wenn wir eine Rückläufigkeit haben, ist es auch viel so ein Reflexionsprozess des eigenen Verhaltens im Freundeskreis. Also auch das kann ich mir vorstellen. Romantisch gesehen habe ich eine Jahresvorhersage gemacht. Du bist eine Waage, du interessierst dich für Liebe, für Beziehung. Schau dir sehr gerne nochmal die Jahresvorhersage für Sachen Liebe im Zeichen der Waage an, wenn du es noch nicht getan hast. Denn... Meine liebe Waage, deine Beziehungen werden wichtig, noch wichtiger, als sie sonst immer schon sind. Denn im Sommer werden die Mondknoten ihre Zeichen wechseln, und zwar von Stier und Skorpion in Widder und Waage. Und das ist in deinem Zeichen. Und wenn die Beziehungsebene durch Eklipsen getriggert wird, dann gibt es ganz viel Wachstumspotenzial, aber hier soll sich definitiv auch was verändern. Und du als liebe Waage wirst wahrscheinlich sehr, sehr stark auch damit konfrontiert, wie du dich denn in Beziehungen verhältst, wo du für dich einstehst oder vielleicht auch nicht, wo du immer eher unentschlossen bist und immer darauf achtest, was die anderen sagen oder dir auch immer Rat holst, wirst du definitiv ab dem Sommer darin unterstützt, stärker vielleicht auch aufzutreten in deinen Beziehungen. Also das sind lebensverändernde Erfahrungen, die definitiv kommen werden, die aber einen Ausgleich bringen werden in den Stärken und Schwächen, die du selber vielleicht in Beziehungen hast. Also ein Fokus auf dich, der definitiv spannend wird. Und ich denke, Sachen Liebe, Romantik, das kann sein, aber es geht wirklich viel um die Selbstreflexion und den Prozess, den du sehr wahrscheinlich im Inneren ausmachst, um sozusagen auch die Beziehungen, die du führst, zu verändern. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier. Hallo lieber Skorpion, das ist deine Jahresvorhersage als Sonne, Mond oder Aszendent. Und ja, ich weiß, Veränderungen, das ist das, was du nicht magst, was aber gekommen ist. Und dadurch, dass die Mondknoten aber aus deinem Zeichen wandern werden dieses Jahr, sind das auch gute Zeiten, die dir jetzt so bevorstehen. Herausforderungen, ja, aber daran wachsen wir ja. Das Jahr beginnt mit Jupiter in deinem 6. Haus und das ist einfach dieses, ja, du hast einfach mehr Arbeit, es bringt dir mehr Möglichkeiten und es ist aber auch etwas, wo du einfach einen Fokus auf deine Gesundheit hast, die positiv unterstützt ist. Also hast du irgendwie noch gesundheitliche Probleme, findest du vielleicht bis Mai auch noch die Lösung dafür. Wenn Jupiter ab Mai in dein 7. Haus wandern wird, dann ist das wirklich eine Wachstumsphase. Optimistisch, auch vor allem in Beziehungen. Vielleicht hast du in den Beziehungen Pläne für Reisen, Fernreisen. Vielleicht wollt ihr zusammen auch heiraten. Also es ist der nächste Schritt in Beziehungen, der definitiv ab Mai sozusagen für ein ganzes Jahr positiv unterstützend da ist, dass ihr zusammen in der Beziehung wachsen könnt.
Wenn es nicht romantisch betrachtet ist, ist es vor allem auch, wenn du mit Klienten arbeitest, vielleicht hast du einfach viele neue Klienten, die in dein Leben kommen. Vielleicht ist es auch dieses als Single, dass man jemanden treffen kann, definitiv. Ich kann mir vor allem vorstellen, dass es in der Öffentlichkeit positiver Einfluss ist. Also du bist einfach jemand, der ja definitiv wärmer und offener in 1-zu-1-Beziehungen auch geht. Also positive Unterstützung das ganze Jahr darüber. Ich denke, beruflich ist es auch dieses, du machst vielleicht auch einfach mehr Geld durch diese Beziehungen, die du dort eingehst. Also diese Kooperation vielleicht auch. Wenn wir Saturn und Pluto wechselnd haben, dann ist das ein Transit, das betrifft uns alle. Für dich wird es so sein, dass Saturn in dein fünftes Haus kommt und das ist ab März. Und das bedeutet ein Fokus auf deine Kreativität, auf deine, klar, auch auf Liebe, Dating, Romantik, deine eigenen Kinder. Aber es ist dieses, du möchtest vor allem deine Hobbys vielleicht einfach ernster nehmen. Deine Leidenschaften ernster nehmen. Vielleicht möchtest du die auch zu deinem Beruf machen. Also, strebst du eine Selbstständigkeit an? Ist das ein Transit die nächsten 2,5 Jahre? Definitiv, Saturn hilft dir, mehr Verantwortung darüber zu übernehmen. Wir haben vielleicht auch einfach weniger Zeit für Spaß. Das ist das Haus Zeit, das Haus, da wo wir Spaß haben. Und Saturn bringt so eine gewisse Ernsthaftigkeit rein. Wir haben einfach mehr Verantwortungen, mehr Verpflichtungen, lernen aber auch wirklich einfach, was uns glücklich macht, was uns wichtig ist in dieser Zeit. Wenn du kreativ arbeitest, wie gesagt, unterstützend, hast du eigene Kinder, ist es vielleicht auch dieses, du musst mehr Verantwortung für deine Kinder übernehmen. Vielleicht wirst du auch einfach schwanger und hast mehr Verantwortung aufgrund dessen. Deine Kinder haben vielleicht einfach, kriegen Kinder und das verändert irgendetwas in eurer Beziehung. Das kann immer sein. Wenn Pluto sein Zeichen wechselt, wird er in dein viertes Haus wandern und zwar zwischen März und Juni das erste Mal. Also wirklich eine kleine Vorschau von dem, was ab 2024 an Transformation in deinem vierten Haus möglich ist. Das ist immer ein extremer, das ist sehr privat, das vierte Haus, das ist deine Privatsphäre, das ist deine Familie und Pluto arbeitet extrem, er geht tief, er möchte die Wahrheit. Also es kann definitiv sein, dass es sehr tiefe Veränderungen in deinem Zuhause geben wird, die nicht zuletzt, ja, vielleicht dieses Jahr dir sozusagen eine kleine Vorschau geben wird, aber die nächsten 20 Jahre sich dort definitiv etwas verändern wird. Das kann eine Krise sein, das kann krisenhafte Zeiten sein, die aber auch deine Eltern betreffen. Es kann definitiv aber auch sowas sein, dass du den nächsten Schritt gehst in einer Beziehung, in deiner Häuslichkeit, vielleicht ein Haus kaufst oder verkaufst und sich definitiv dann alles ändert, du umziehst, auch sowas ist möglich. Einfach ein transformativer Prozess, der eingeleitet wird, wo du auch einfach lernst, glaube ich, zu wissen, was ist denn wirklich meine emotionale Sicherheit? Wo finde ich die und wo verankere ich die? Vielleicht muss ich auch tiefer einfach in meine familiäre Situation blicken, um zu verstehen. Es ist sehr psychologisch und Pluto ist auch so jemand, der tief geht. Also tiefer Prozess, wo du als Skorpion ja sowieso immer tief gehst und einfach verstehst, okay, ich möchte mir fundamental wirklich was aufbauen. Also das vierte Haus ist dein Fundament, das sind deine Wurzeln und du wirst definitiv einen transformativen Prozess eingehen innerhalb der nächsten 20 Jahre. Irgendwann wird es ein Quadrat zu dir bilden. Also es ist dein Herrscherplanet, aber es ist die Transformation, die definitiv in deiner Häuslichkeit stattfinden kann. Ja, wir haben im Sommer eine Venusrückläufigkeit und zwar in deinem 10. Haus. Das kann gut sein, dass sich dein Status ändert. Du, wie du dich in der Öffentlichkeit gibst, ist auch verändert. Es kann neue berufliche Wege bringen bezüglich deines Jobs oder deiner Karriere. Vielleicht sind es auch Leute, die kommen. Du kannst es auch einfach hinterfragen. Vielleicht ist es dieses, bin ich auf dem richtigen Weg? Es kann definitiv auch durch Beziehungen getriggert werden. Sind das Beziehungen, die dich daran hindern? Einen neuen Weg zu gehen. Auch das ist möglich. Romantisch gesehen habe ich alle Aspekte auch schon mal gedeutet für das Jahr im Liebeshoroskop. Also schau auch gerne Liebeshoroskop Skorpion an, wenn du Sachen Liebe noch mehr wissen willst. Im Sommer werden sich die Mondknoten, wie angekündigt, endlich aus deinem Zeichen bewegen und in den Widder und die Waage gehen. Und das ist definitiv etwas, wo es weniger um deine Beziehungen geht. Also der Fokus geht dort weg. Und es geht mehr darum, wirklich, wie du deinen Dienst auch in der Öffentlichkeit geben kannst, also bezüglich deiner Arbeit. Wo kann ich wirklich dienen? Das ist das sechste Haus, Jungfrau. Hier geht es darum, welchen Mehrwert stelle ich eigentlich für andere dar und wo kann ich da wirklich was verändern?
Das heißt aber auch, ich muss auf mich selber achten, auf meine mentale Gesundheit, auf meine körperliche Gesundheit, auf meinen Alltag, wie der mich unterstützt, diese Ziele auch zu erreichen. Also ja, wir arbeiten an unserer Eigenständigkeit, an der Unabhängigkeit. Im Zeichen des Widders geht es definitiv darum, auch einfach mal zu machen und weniger darauf zu achten, was andere denken. Ich kann mir vorstellen, dass du ja einfach jetzt merkst, okay, ich löse vielleicht auch einfach Blockaden auf, die ich bislang nicht angegangen bin, um wirklich zu gucken, wie ich das in meine Arbeit auch mit einfließen lassen kann. Also der südliche Mondknoten im 12. Haus, ja, vielleicht auch Spiritualität, die Verbindung zur Spiritualität hilft dir vielleicht auch einfach im Alltag besser zu funktionieren. Ich denke, dass definitiv diesen großen transformativen Prozess du bereits durchgegangen bist, aber klar, Langzeittransit wie zum Beispiel von Pluto kann herausfordernd sein. Aber lieber Skorpion, ich glaube, dieses Jahr kommst du endlich aus diesem Feuer raus, was du bislang so ein bisschen erlebt hast. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo lieber Schütze, das ist deine Jahresvorhersage als Sonne, Mond oder Aszendent für 2023. Ja, wir beginnen das Jahr noch mit Jupiter in deinem 5. Haus und das ist ja dein Planet, das ist ja der optimistische, der Wachstumsplanet, der grundsätzlich immer mehr vom Leben will. Und im 5. Haus, da geht es ganz viel um Kreativität, aber auch um Daten, um Flirten, auch um Kinder. Also hast du einen Kinderwunsch definitiv noch möglich bis Mai, ganz unterstützend da. Aber auch dieses Jahr einfach mehr rausgehen, Spaß haben. Optimistischer sein als sonst schon, das ist möglich. Was passiert ab Mai, wenn Jupiter in dein 6. Haus geht? Da geht es um deine Arbeit und deine Routine und dein Gesundheitsverhalten. Jupiter ist immer sehr exzessiv und vielleicht macht er dich auch einfach darauf aufmerksam, wo du da keine gute Balance hast. Also bist du jemand, der eher zu viel arbeitet oder eher zu wenig? Das ist immer so eine Sache. Bist du jemand, der eher zu viel ist und keinen Stopp kennt? Also Jupiter hilft dir definitiv, ein Maß der Dinge kennenzulernen und das ist eine Unterstützung. Die ist das gesamte Jahr für dich da. Einfach mehr ein Fokus auf deine Gesundheit, Körper, Geist und Seele zu gucken und dort vielleicht einfach mehr Balance reinzubringen. Im März werden sowohl Saturn als auch Pluto ihre Zeichen wechseln und für dich wird Saturn in dein 4. Haus kommen. Und lieber Schütze, das ist definitiv was, wo vielleicht so ein bisschen eine Ernsthaftigkeit in dein Leben kommen kann, nicht muss. Aber es geht darum, du musst definitiv mehr Zeit mit deiner Familie verbringen oder mehr einen Fokus auf deine Familie und deine Häuslichkeit setzen. Besitzt du eine Immobilie, kann auch das einfach sein, dass du mehr dich darum kümmern musst. Bist du eher der Schütze, der so viel unterwegs ist und nicht so sesshaft ist, ist auch die nächsten 2,5 Jahre eine Zeit, wo du vielleicht sesshaft wirst, wo du vielleicht Wurzeln schlagen wirst. Aber vielleicht auch einfach mehr Zeit mit deiner Familie verbringen musst, einfach aufgrund dessen, dass vielleicht deine Eltern mehr Fürsorge von dir brauchen. Also auch das ist möglich. Pluto wird dann am Ende März in dein 3. Haus wandern und komplett eine Transformation anstreben, die wir zwar für 3 Monate als kurze Vorschau wahrnehmen können, aber erst ab 2024 als langjährigen, 20-jährigen Prozess durchlaufen werden. Pluto möchte Transformation und zwar die deiner Gedanken, deiner Kommunikation und wirklich vielleicht auch deinem Mindset. Also es kann sein, dass du einfach veränderst, wie du redest, über was du redest, für was du dich vielleicht auch interessierst. Es ist eine Intuition, die durch Pluto, glaube ich, geschärft wird. Also vielleicht ist es auch einfach das Interesse an plutonischen Themen wie Tod und Wiedergeburt, an Astrologie, Mystik, Psychologie. Vielleicht sind es Dinge, über die du schreiben möchtest, über die du reden möchtest in den nächsten 20 Jahren, wo du einfach tiefer deine Recherche auch angehen willst. Es ist eine Zeit, definitiv schreibe, wenn du jemand bist, der noch nicht journalt, zum Beispiel Tagebuch schreiben,
eine Zeit, lass es fließen. Lass das, was deine Gedanken dir sagen, auch wirklich auf Papier kommen, um zu lesen, was da eigentlich hochkommt in dir. Ich denke, etwas, wo du wirklich viel Einsichten gewinnen kannst in den nächsten 20 Jahren. Ja, wir haben im Sommer eine Venusrückläufigkeit im Löwen, und zwar in deinem 9. Haus. Und vielleicht, lieber Schütze, überlegst du, wieder zurückzugehen. Vielleicht doch noch zur Uni zu gehen oder deinen Abschluss zu machen. Vielleicht ist es doch die Idee eines Buches, das du schreiben möchtest. Vielleicht gehst du auch wieder zurück an einen Ort, wo du schon mal gereist bist. Also auch der Wunsch nach Fernreisen, kann ich mir vorstellen, ist auf jeden Fall da. Deine Reisepläne, die du hast, vielleicht ist das auch was, wo du einfach zu viel Geld ausgibst im Sommer. Also achte darauf. Ihr Schützen seid gerne unterwegs. Ihr gebt gerne das Geld auch für diese Dinge aus. Aber ja, achte ein bisschen auf das Maß der Dinge, wie immer. Liebe kannst du im Ausland finden, im Sommer. Ich habe ein Liebeshoroskop für den Schützen schon bereits erstellt, also für das gesamte Jahr. Wenn dich das Thema interessiert, schau da gerne auch einfach nochmal rein, um zu wissen, was das da nochmal war. Nicht zuletzt werden im Sommer die Eklipsen anders stattfinden, beziehungsweise die Mondknoten werden wandern vom Stier und Skorpion in Widder und Waage in dein 5. und 11. Haus. Und lieber Schütze, Kreativität, Romantik, Spaß, das ist ja das, was so ein bisschen schon so aufflimmert am Himmel durch Jupiter zu Beginn des Jahres. Und du wirst dort Eklipsen haben. Das sind schicksalshafte Ereignisse, die dir ganz viel Wachstum bringen. Und bei dir geht es darum, vielleicht einfach wieder mehr Risiken einzugehen, dein inneres Kind zu finden, dich mit deiner Kreativität auch auseinanderzusetzen, dich damit zu verbinden. Ja, vielleicht einfach auch dein Talent zum Beruf zu machen, das kann sein. Es kann definitiv auch sein, dass sich dein Freundeskreis aufgrund dessen einfach auch verändert. Du dich vielleicht auch veränderst, wie du in deinen Freundeskreis auftrittst, weil du vielleicht merkst, ja, vielleicht sage ich da das eine oder andere auch manchmal einfach nicht. Klar, als Schütze bist du schon der wahrheitsgemäß, aber nichtsdestotrotz achtest du vielleicht doch immer noch darauf, wie wirkt das, was ich sage. Vielleicht hast du dich auch im Laufe der Jahre einfach immer mehr zurückgenommen. Und wenn die Mondknoten in Widder und Waage gehen, geht es definitiv darum, einfach wieder mal zu machen. Einfach wieder mehr auf dein Bauchgefühl zu hören und weniger darauf, was das Außen sagt. Also Schütze, aufregend, vor allem in Sachen Liebe kann ich mir das vorstellen. Also ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo lieber Steinbock, das ist deine Jahresvorhersage als Sonne, Mond oder Aszendent für 2023. Ja, du bist bereits die größte Transformation durchgegangen oder vielleicht steckst du auch noch mittendrin. Pluto wird aber aus deinem Zeichen wandern und das erste Mal dir wirklich dieses Gefühl geben, okay, wie ist das eigentlich ohne ihn? Das Jahr beginnt erstmal mit Jupiter in deinem 4. Haus, was unterstützend einfach da ist, zu sagen, gute Zeit zu Hause. Gerne zu Hause sein, gerne Zeit mit der Familie verbringen oder einfach ja, positiv spüren, dass du da einfach viel Sicherheit hast, vielleicht wirklich emotional dich auch auf deine Familie verlassen kannst oder auf dich selber. Also es ist auch die eigene emotionale Sicherheit, die wir uns geben. Und Jupiter wird in dein 5. Haus im Mai wandern. Und dort auch das gesamte Jahr noch bleiben, also ein gesamtes Jahr insgesamt. Und das ist die unterstützende Energie in deinem kreativen Haus, in deinem Spaßhaus, in deinem Haus von Flirten, Daten. Also, bist du Single? Ja, geh raus und date. Bist du in einer Beziehung? Ja, mehr Romantik, mehr Spaß, vielleicht auch einfach die Reisepläne, vielleicht Risiko, mehr Risiko eingehen. Wenn du Kinder hast, auch hier Wachstum, deine Kinder vielleicht, beziehungsweise hast du noch keine Kinder, wünschst du dir Kinder, kann das definitiv dazu führen, dass man schwanger wird oder Kinder mehr ins Leben kommen.
Es ist aber auch eine romantische Art. Also Liebeshoroskop für Steinbock habe ich auch schon geschrieben, kannst du oder gedreht. Das kannst du dir gerne angucken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ich glaube, für dich ist es dieses, wenn du beruflich gesehen zum Beispiel kreativ arbeitest, ist es unterstützend in deiner kreativen Energie, in deinen Hobbys. Ja, vielleicht willst du einfach wieder ein bisschen mehr reisen, hast mehr Lust. Ich kann mir vorstellen, das ist definitiv etwas, was unterstützend das gesamte Jahr für dich da ist. Ab Mai bestärkter. Ja, wenn Saturn sein Zeichen wechselt im März, dann wird er in dein drittes Haus kommen. Und es das heißt so ein bisschen, ja, vielleicht geht es hier um deine Kommunikation, wie du kommunizierst. Und vielleicht war dir in den vergangenen Jahren nicht ganz klar, dass es teilweise da Missverständnisse gibt. Vielleicht ist es etwas, was du ernster nehmen willst. Ich kann mir vorstellen, dass das es Wasser und Fische ist. Ist es vielleicht auch die emotionale Intelligenz dabei? Also wirklich mehr über deine Gefühle zu reden, zu kommunizieren, dich mitzuteilen. Ein Prozess, der da ist. Vielleicht ist es auch einfach dieses, was du alles erlebt hast, was sehr schwer für dich war, einfach auch in den letzten Jahren durch Pluto, die Veränderungen, die du durchlebt hast, dich mehr mitzuteilen, mehr darüber zu reden. Darauf zu achten, wie und was du denkst. Ich kann mir vorstellen, das ist auch die Verbindung zu Geschwistern oder Verwandten. Also auch da vielleicht wieder Kontakte aufnehmen. Ja, du wirst merken, Kommunikation ist der Schlüssel. Das ist das, was ich definitiv sehe für die nächsten 2,5 Jahre. Wenn Pluto in dein zweites Haus wandern wird, im März, das erste Mal quasi, und du für 3 Monate bis Juni so ein kleines Fenster bekommst, wie ist das denn? Was kann ich denn als nächstes transformieren? Das ist quasi das Gefühl. Du wirst grundsätzlich, glaube ich, merken, dass du einfach viel selbstbewusster bist, dass du den Prozess, den du da durchgegangen bist, auch jetzt umsetzen kannst, in dem, was so neue Ziele sind, vor allem vielleicht beruflich bzw. finanziell gesehen. Also das Arbeiten an deinem eigenen Selbstbewusstsein wird intensiviert und das ist vor allem darüber, dass wir definieren, wie viel selbst wir Geld verdienen und was uns wirklich wichtig ist. Und das ist der transformative Prozess von Pluto, der quasi ab 2024 stattfinden wird, dass du komplett transformieren wirst, was dir wirklich wichtig ist, worauf du Wert setzt und was du dir selber auch wert bist. Also, das ist das erste Mal, ich glaube grundsätzlich auch dieses erleichtert, dass er nicht mehr einfach in deinem Zeichen ist. Wir haben im Sommer eine Venus-Rückläufigkeit in deinem 8. Haus im Löwe. Also, es kann definitiv finanziell gesehen sein. Fluktuation, vielleicht ist es nicht so flüssig, gerade wenn du einen Kredit willst, keine gute Zeit, einen zu beantragen. Vielleicht ist es auch die emotionale oder finanzielle Unterstützung durch einen Partner, die auf irgendeine Art und Weise zurückgehalten ist. Aber wir haben auch gut Zeit, uns einfach mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und zu gucken, meine Steuerrückzahlung, eine Versicherung, kann ich da irgendwie eine Auszahlung haben? All sowas, das ist möglich oder vor allem der Gedanke oder dieses sich damit beschäftigen. Es ist auch so, dadurch, dass Jupiter positiv dort mit reinfließt, es kann auch wiederum kommen, dass es irgendwie durch diese Art und Weisen zu dir kommt. Also durch einen Partner, durch eine Versicherung, durch Schulden, die vielleicht irgendjemand bei dir hat. Möglich im Sommer, liebesbezogen, wie gesagt, kannst du nochmal das Liebeshoroskop angucken. Im Sommer, nicht zuletzt, ich habe es nicht erwähnt, aber es ist doch auch fundamentale Änderungen auf deinem Karriereweg und auch in dem deiner Häuslichkeit. Also die Mondknoten werden im Sommer sich verändern und zwar werden sie wandern in Widder und Waage und in dein 10. und 4. Haus. Und somit einen Fokus auf deine Häuslichkeit setzen und auf dein Zuhause und auch Veränderungen in deinem Zuhause, aber auch in der Karriere bringen, die wirklich dazu beitragen, dass du ja weiter an dir selber wächst. Und das heißt, vielleicht ja, musst du dich einfach mehr mit deinen Wurzeln beschäftigen, mit deiner eigenen, mit deiner Familie, deinem Zuhause. Oder vielleicht ist es wirklich dieses, dass du aufgrund deiner Karriere umziehen musst oder umziehen wirst und deswegen deine Karriere sich ändert. Das ist schon möglich, aber es geht definitiv darum, dein Fundament, deine innere Sicherheit, dich auch mehr damit auseinanderzusetzen und sie vielleicht auch einfach wieder zu finden. Vor allem, es geht immer um Balance, also ein Ausgleich soll geschaffen werden zwischen dem deines Berufs und auch vielleicht deiner Häuslichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass die Änderung etwas ist, was sich definitiv positiv für dich auszahlen kann. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld
einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Lieber Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent, das ist deine Jahresvorhersage für 2023. Und ich weiß, es ist so hart, es ist so schwer gewesen. Und ich glaube, von allen fixen Tierkreiszeichen, Löwe, Wassermann, Skorpion, Stier, habe ich das Gefühl, dass die Wassermänner es doch irgendwie ein bisschen am schwersten hatten. Weil ihr, glaube ich, einfach auch immer viel hinterfragt, weil ihr nicht so personenbezogen seid, weil es auch immer euch darum geht, ja, das Richtige zu machen. So, es ist immer das Gefühl so, ihr habt immer dieses starke Verantwortungsgefühl und das ist Saturn, das hat wirklich viel Druck aus euch geübt. Und ich glaube einfach, wenn Saturn jetzt ab März rausgehen wird, wird ihr selber merken, wow, das war hart, aber ich habe es geschafft. Die Mondknoten werden sich verändern. Ja, Pluto kommt, das ist das, worüber wir heute noch reden. Aber Jupiter ist zu Beginn des Jahres in eurem dritten Haus. Das ist so ein bisschen einfach dieses, ach, ihr geht wieder so ein bisschen raus, ihr geht wieder, unterhaltet euch vielleicht auch wieder mehr. Ihr seid zwar sehr beschäftigt, das ist schon so ein Haus, wo wir ein bisschen zu viel im Alltag auch gefangen sind vielleicht, aber wenn Jupiter dann in dein viertes Haus wandern wird, ab Mai, das ist eine gute Zeit. Das ist der Fokus auf die Familie oder Unterstützung durch die Familie. Wirklich sich sicherer fühlen. Vielleicht ist es auch dieses, gerade wenn du wirklich ein Haus kaufen willst oder finanziell in eine Wohnung investieren willst, positive Unterstützung da. Also dein Zuhause erweitert sich. Vielleicht ziehst du um in eine größere Wohnung. Vielleicht kaufst du ein Haus. Vielleicht kommt das aber auch durch ein Familienmitglied, was dazu kommt. Es ist so ein bisschen diese Veränderungen, die sich vor allem irgendwie in deiner Häuslichkeit ergeben haben, die werden positiv unterstützt in dem kommenden Jahr. Also vielleicht ist es auch dieses, es wird leichter, wieder mehr auf die Basics zu achten. Mach wirklich back to the basics, das ist der Prozess, den du ja durchgegangen bist. Und ich glaube, Jupiter unterstützt dich einfach so ein bisschen da so, dich auch wohl drin zu fühlen, in den Änderungen, die du vielleicht auch schon vorgenommen hast in deiner Häuslichkeit. Ja, Saturn geht endlich aus dem Wassermann raus. Also du kommst ab März ist es vorbei für dich. Dieser ganze Selbstfokus auf dich und wirklich die Stabilität, die du aufbaust in dir als Person. Das geht jetzt weiter in deinen finanziellen Sektor. Also du versuchst wirklich, jetzt so ein stabiles Einkommen zu manifestieren. Vielleicht warst du vorher noch nicht ganz klar, ne, mit deinem Geld, für was gebe ich es aus und was nicht. Vielleicht willst du jetzt in irgendwas investieren und du hast aufgrund dessen vielleicht auch einfach die nächsten 2,5 Jahre ein bisschen weniger Geld. Das kann sein, aber es geht um den Fokus auf dein Budget. Für was gebe ich Geld aus und was ist es mir wert? Also du arbeitest ganz viel auch an deinem eigenen Selbstbewusstsein und an deinem Selbstwert in den nächsten 2,5 Jahren. Aber das ist einfach das, weil du jetzt jemand anders bist und du gemerkt hast, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und welchen Weg gehe ich. Und jetzt kommt es darum, wie kann ich mich selber auch dabei unterstützen. Ja, Pluto wird dann Ende März in den Wassermann gehen. Und das ist das. Das wirst du merken. Das ist ein Ende und ein Neubeginn. Das ist ein Prozess der Transformation, der, wenn du kein früher Wassermann bist, dann die nächsten 20 Jahre auf dich zukommen wird. Und das ist dieses, wofür du stehst im Leben, das wird komplett transformiert. Also es ist dieses, du musst verstehen, die Welt verändert sich und weil dir die Welt auch so am Herzen liegt, ist auch das etwas, worauf du dich einfach verändern musst. Du musst komplett dich transformieren und das ist das, was manchmal, wo Saturn dich noch gefordert hat mit Selbstdisziplin, ist es jetzt so, dass Pluto definitiv sagt, ja, aber wir wollen ja auch wirklich, wirklich ehrlich sein und wirklich auch dahin gucken, wo wir vorher nicht hingucken wollten. Und das ist das, was Pluto machen wird. Also er wird dich transformieren, aber es ist dieser Prozess des Schmetterlings, also wirklich Phönix aus der Asche. Und ich bin sehr gespannt, was sozusagen die 20 Jahre dann für dich bringen werden. Achte also zwischen März und Juni vielleicht auf die Wendungen oder Veränderungen in deinem Leben. Im Sommer haben wir eine Venus-Rückläufigkeit im Löwen und auch das, für dich.
Ist es vielleicht ein Rendezvous mit dem Schicksal? Das habe ich mich gefragt. Ja, wenn du heiraten willst, besser nicht zu einer Rückläufigkeit. Aber es findet ja in deinem Partnerhaus statt. Also ja, vielleicht gibt es so ein bisschen die, ja, müsst ihr überlegen, wo ihr zusammen wohnen wollt, was euch eigentlich wichtig ist in der Beziehung. Vielleicht ist es die Wertschätzung. Das Partnerthema kann irgendwie da sein, wenn du Single bist. Kannst du aber auch jemanden treffen. Also das Schicksal entscheidet und vielleicht triffst du auch dein Soulmate in diesem Jahr. Ich kann mir vorstellen, einfach weil Uranus noch so ein bisschen mitwirkt, wenn du Liebeshoroskop Wassermann noch nicht gesehen hast, schaust dir auch gerne an, um bezüglich Romantik ein bisschen mehr zu erfahren. Wir haben im Sommer letzten Endes die Mondknotenwanderung aus Stier und Skorpion heraus. Das heißt, auch du bist endlich aus dem Ding irgendwie raus. Und wenn sie in Widder und Waage gehen, dann gehen sie auf so eine Wissensachse, die deutlich angenehmer ist. Und du möchtest einfach mehr reisen. Du möchtest mehr lernen. Du möchtest ja einfach vielleicht auch was schreiben, was veröffentlichen. Dieses, wenn du irgendein Buch schreiben willst oder einen Kurs belegen willst, das ist etwas, das kommt definitiv und gibt dir so ein bisschen den Fokus. Ja, vor allem aber auch dich wieder mit deinem nahen Umfeld so ein bisschen zu connecten. Also so wieder ein bisschen rauszugehen und wirklich auch mehr Kontakte zu knüpfen, die so einfacher Natur sind. Also wo du vorher wirklich dich vielleicht auch noch viel, ja, es geht weniger darum, den Sinn des Lebens definitiv neu zu entdecken, sondern vielleicht auch wieder mehr im Hier und Jetzt sich darauf zu konzentrieren. Wie kann ich denn das Wissen, was ich habe, oder diese neuen Einsichten, die ich habe, mit anderen teilen? Also es geht definitiv darum, dich wieder mit deinem nahen Umfeld zu verbinden und vielleicht deine Stimme zu finden in Form von so einem Podcast oder so einer Website. Also auch das, ganz starker Fokus, dir irgendein neues, eine neue Fähigkeit, die du dafür brauchst, anzueignen. Ja, also ganz viele Ideen, die vielleicht kommen für dich, die dich definitiv unterstützen, auch wirklich einfach darüber zu reden, über diese Erfahrungen, die du vielleicht auch einfach gemacht hast in den letzten Jahren. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023. Hallo, liebe Fische, das ist dein Jahreshoroskop für 2023 als Sonne, Mond oder Aszendent. Ja, und wenn du schon ein bisschen auf meinem Channel geguckt hast, dann weißt du, das Jahr ist dein Jahr. Aber wirklich unterstützend für dich, natürlich, weil Saturn in dein Zeichen kommt. Aber frag mal die Wassermänner, wie es denen gegangen ist. Ist ein bisschen gemein, die hatten wirklich noch eine andere Transformation. Aber Saturn im eigenen Zeichen kann immer herausfordernd sein, aber danach ist man weiser und wirklich weiß mehr, was einen wirklich ausmacht. Ja, wir beginnen das Jahr mit Jupiter und das ist wirklich dein Co-Herrscher, musst du wissen. Das ist schon irgendwo eine grundoptimistische Haltung, eine idealistische Haltung, die ihr vielleicht auch habt, die irgendwo da ist. Und in deinem zweiten Haus ist es definitiv bis Mai finanzielle Unterstützung. Also, vielleicht hast du schon eine Beförderung bekommen oder du bekommst sie noch. Also, du bekommst in irgendeiner Art und Weise vielleicht mehr Geld, aber vielleicht auch einfach, weil du selber dir gesagt hast, okay, ich arbeite auch einfach mehr. Oder vielleicht ist es dieses, ich sehe neue Möglichkeiten, wie ich Geld verdienen kann. Und auch das ist eine Energie, die vielleicht da ist, die dir so ein bisschen hilft, vielleicht auch leichter einfach mit dem Geld umzugehen, bisschen lockerer damit umzugehen oder vielleicht ja einfach zu wissen, für was gebe ich es aus, was mir wirklich auch gut tut. Wenn Jupiter dann ab Mai in dein drittes Haus kommt, dann geht es darum, dass du einfach wieder mehr rausgehst. Du hast dich vielleicht auch schon stark zurückgezogen, vielleicht ist das auch etwas, was du noch machen wirst, aber Jupiter möchte wirklich ab Mai, dass du vor allem wieder mehr vielleicht was Neues lernst, dich wieder mehr in deinem Außen bewegst, weil das ist unterstützende Energie, die da ist. Das heißt, Leute kommen und bringen dir neue Erfahrungen.
Es ist die Kommunikation, das mit deinen Geschwistern, mit Verwandten. Der Austausch ist einfach schöner. Vielleicht willst du selber auch einfach was Neues lernen, was schreiben. Sehr kreative Energie, die viele Ideen vielleicht auch einfach fördert, die du vielleicht ja im vergangenen Jahr einfach schon bekommen hast. Wo Jupiter möchte, dass du ja da vielleicht einfach auch was verwirklichst von. Im März ist dann eben, dass Saturn ja in dein Haus kommt, in dein erstes Haus. Und das ist dieses. Du hast halt einfach die letzten 2,5 Jahre viel an dir gearbeitet, dich mit dir selber auseinandersetzen müssen. Und jetzt ist es so weit, dass du aber auch Verantwortung übernehmen musst. Dass du das, was du jetzt willst, auch wirklich mal Butter bei die Fische. Geht viel um auch körperliche Gesundheit. Also achte darauf, wie geht es mir eigentlich und was muss ich machen, damit ich mich körperlich gut fühle. Auch das ist etwas, was wichtig ist. Manche Menschen verlieren auch einfach viel Gewicht zu dieser Zeit. Also abnehmen, aber im positiven Sinne, weil sie einfach sagen, nee, ich habe zu lange einfach nur gesessen und zugeschaut und ich fange jetzt aber auch an, wirklich was zu machen. Also 2,5 Jahre lang, es geht darum, den Grundstein zu setzen für deine Wünsche, die du hast, liebe Fische. Also wenn du eher jemand bist, der ein bisschen dazu neigt, nicht so selbstdiszipliniert zu sein, dann kommt Saturn und hilft dir. Also es geht wirklich darum, achte auf deine Zähne, das ist Saturn, auf deine Füße, das ist Fische. Ja, nimm dich selber ernst, nimm deine eigenen Ziele ernst und tu auch was dafür. Keine Süchte mehr zulachen lassen, keine Fluchttendenzen mehr. Das ist das, wo Saturn kommt. Okay, it's time, deine Träume zu verwirklichen. Ist ja nicht so, dass Pluto dann in dein 12. Haus kommen wird. Und du auch als Fische, ihr seid einfach das letzte Tierkreiszeichen. Ihr wollt die Dinge anders sehen und transformieren. Und auch du wirst definitiv vielleicht deine Spiritualität auf ein nächstes Level bringen. Also bist du Zeichen Fische und schon bereits eine Grundintuition ist ja da und Kreativität. Und Pluto-Transit wird dir definitiv helfen, vielleicht als kleine Vorschau zwischen März und Juni, aber spätestens nächstes Jahr 2024, deine Kreativität und deine Kunst, deine Poesie, was auch immer du machst, auf ein nächstes Level zu bringen. Ist es deine Intuition, dann verstärkt es deine Intuition massiv. Also ich habe das Gefühl, ihr seid die, die. Pff, wenn es noch nicht Thema war, ihr geht jetzt tief. Also Hypnose, Past Life, Isolation. Vielleicht merkt ihr auch, okay, ich brauche viel mehr Ruhe für mich, um diese ganzen Ideen oder diese Feinfühligkeit, die ich habe, zu verschärfen. Also es ist eine tiefe spirituelle Arbeit, die ihr, glaube ich, eingeht. Aber deswegen seid ihr auch die Fische, weil ihr einfach die seid, die die Grenze zwischen Himmel und Erde oder zwischen dem, was um uns nicht sichtbar ist, einfach, ihr wollt sie vereinen. Also, das ist das, was ich für euch sehe. Tiefe Transformation, die wirklich euch ermöglicht, wenn ihr gewillt seid, mit dem Kosmos zu verbinden. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ja, das ist das mit dem Pluto-Transit. Ja, im Sommer haben wir eine Venus-Rückläufigkeit und zwar im Löwen in eurem 6. Haus. Und ich glaube, wenn zeitgleich Saturn ja in euer 1. Haus kommt und die Venus-Rückläufigkeit in eurem 6. Haus ist, geht es darum, eure eigene Gesundheit, Routine, wirklich nochmal drüber nachzudenken. Was muss ich denn da anpassen? Was funktioniert vielleicht auch nicht? Wo kriege ich nicht die Wertschätzung auf der Arbeit, die ich dafür brauche? Wo tue ich selber mir auch nichts Gutes? Zum Beispiel, wenn ich meine Arbeit nicht mag, aber so, warum bin ich dann noch da? Das sind definitiv Sachen, wo unterstütze ich mich selber in meinem Alltag, aber um besser durch meine Arbeit zu kommen? Auch so eine Zeit. Ich finde, wenn du Hilfe suchst, kannst du sie gerade im Sommer auch finden. Unterstützung durch andere. Aber vielleicht geht es ja auch darum, mehr Verantwortung auch darüber zu übernehmen, dass du selber auch einfach was an deiner Routine ändern kannst. Ich glaube, das ist ein Thema, was da ist im Sommer. Nicht zuletzt geht es auch um Finanzen bei euch. Also im Sommer werden die Mondknoten ihre Zeichen wechseln und in Widder und Waage wandern in dein 2. und 8. Haus. Das ist eine finanzielle Achse und wir wollen uns hier mit anderen verbinden, aber auch eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln. Und im Widder und Waage geht es immer darum, wo passe ich mich immer eher an, wo bin ich vielleicht auch eher passiv, wo gucke ich immer eher darauf, was andere Leute denken. Und liebe Fische, ihr werdet darin unterstützt, mehr auf euer Bauchgefühl zu hören und mehr das zu tun, was ihr auch wirklich wollt. Und euren eigenen Wert auch zu erkennen. Also, das ist die Unterstützung, die da durch Jupiter ja schon da ist zu Beginn des Jahres. Was ist mir eigentlich wichtig? Und wer in meinem Leben lässt mich gut fühlen und wer nicht? Was lässt mich in meinem Leben gut fühlen und was nicht?
Warum kann ich die Tiefe in Beziehungen vielleicht auch nicht eingehen? Und die Mondknotenwanderung wird dir vielleicht auch helfen zu erkennen, wo du diese Probleme vielleicht auch hast, vielleicht Intimität zuzulassen. Vielleicht bist du auch jemand, der sich zu sehr auf andere gestützt hat und jetzt vielmehr in seine Selbstständigkeit auch gedrängt wird, wirklich selber für sich zu sorgen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt der Prozess ist, den ihr eingeht. Aber liebe Fische, ihr wollt auch wachsen und ihr wollt auch einfach mal mehr vom Leben hier und jetzt haben. Deswegen seid ihr immer noch Mensch. Also, liebe Saturnfische, ich denke, Transformation, die definitiv dieses Jahr für euch auch beginnt. Wenn du jetzt mehr wissen willst und ins Detail gehen willst, dann kannst du auf meine Website gehen und das Video in voller Länge anschauen. Also in einer Stunde kriegst du wirklich für wenig Geld einen Überblick über das, was das Jahr in Detail bringen kann. Also hier geht es wirklich um Häuser, Gradzahlen, Transite wie auch Merkur-Rückläufigkeiten, aber auch Eklipsen, wann und wo sie stattfinden, wie sie dich vielleicht auch beeinflussen können, was kommen kann. All das findest du in diesem Video. Du bekommst definitiv für wenig Geld ein Reading von mir über deine Transite das kommende Jahr. Es ist die einfachste Art, glaube ich, so nah wie möglich daran zu kommen. Und es unterstützt definitiv auch mich und meine Arbeit, auch weiter kostenlos Content auf YouTube zu kreieren für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen oder hier in einem nächsten Video. Und erstmal alles, alles Liebe für dein Jahr 2023.